Liebe Flinter, liebe Herren, liebe Freunde, ich habe also unsere schöne Heimatstadt Passau hat 16 Stadtteile oder Stadt- oder Bürger-Treffpunkte oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe auch ein bisschen Schlafmangel. Ich habe die letzte Nacht durchgearbeitet und Kaffee getrunken. Entschuldigung. Ja, also ich habe mal wegen unserem großartigen Erfolg, wegen dem Waldschutz durch direkte Demokratie und so weiter und auch habe ich und auch weil heuer letztes Monat unsere Kommunalhymne, also vor 50 Jahren unsere Kommunalhymne mein Passau ausgewählt worden ist, habe ich Bilder gemalt, 16 Stück, nein, 17 Stück für jeden Stadtteil eben eines, um das alles in die Öffentlichkeit zu tragen. Und das ist jetzt dieses Bild ist für den Stadtteil Altstadt, Innenstadt mit unseren drei Flüssen und so weiter. Und bei unserer Hymne Mein Passau heißt es zum Beispiel im Referat der Perle am herrlichen Donaustrand. Jetzt habe ich praktisch für mich einen Farbcode für Passau entwickelt. Unten blau für die Donau. Gibt es ja auch das Musikstück an der schönen blauen Donau. Und oben gelb für die Perle oder für den Strand, wie auch immer. Aber es geht natürlich auch weiß oder braun oder orange, je nachdem. Ja, gibt verschiedene Gründe, wie ich mich entscheide. Wegen dem Waldschutz und direkter Demokratie habe ich eben da braune Wahlurne und einen Baum gemalt. Und da unsere Heimatstadt Passau auch durch den Salzhandel am Inn reich geworden ist im Mittelalter, durch Zölle und so weiter, habe ich bei dem blauen Inn, bei den grünen Inn eine gelbe Münze gemalt. Und KW 4890, ich möchte auf die Wochen zur Demokratie hinweisen und die gingen, glaube ich, vom 4. November bis zum 12. November oder so, also in der 48. und 49. Kalenderwoche. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Bild. Ja, und da habe ich den Stadtteil Grubwick dargestellt. Also eine Grube und ein Weg, und durch Grubwick führt der auch der goldene Steig, also wo dann das Salz verladen wurde auf, ich glaube, Pferde, Esel oder Maultiere oder zusammen. Deswegen habe ich eine schwarze Grube gemalt und einen goldenen Weg darüber, also einen goldenen Steig. Und eben wieder den Farbcode für unsere Heimatstadt Passau, unten blau und oben gelb. Und da ja unser Dom so Zwiebeltürme hat und auch der russische Kreml hat jetzt nichts mit dem Sitz des russischen Präsidenten zu tun, sondern weil es einfach typisch für Russland ist, weil das Salz über Böhmen bis zum russischen Zarenhof geliefert wurde. Und genau, die Wochen zur Demokratie, die sind mehr Demokratie, wo ich auch Mitglied bin als Partner. Und deswegen habe ich unten eine Wahlurne und ein Mehr-Ist-Zeichen, also praktisch für mehr Demokratie gemalt. Und diesmal habe ich Kalenderwoche 25 bis 49 geschrieben, am 9. Juni. Die Unterschriften von der Passauer Wahlbevölkerung abgegeben wurden für konsequenten Waldschutz. Und eben bis zur letzten Woche der Wochen zur Demokratie. Genau. Und jetzt geht's weiter. Und da habe ich Hackelberg dargestellt, also wieder 25., die 40. Kalenderwoche, wo dann der Bürgerentscheid war, 48., 49. Kalenderwoche.
Und da habe ich ein Hackl auf die Wahlurne gemalt, weil da und einen Berg dahinter, weil ich den Stadtteil Hackelberg dargestellt habe. Ja. Und jetzt geht's weiter. Und ja, hier habe ich soll ein Wolf sein, den Stadtteil Heidenhof Süd müsste das sein, ja, weil Heidenhof Süd, also die Bezeichnung Heidenhof geht auf einen Hof zurück, der einen Wolf Heiden gehört hat, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ja, das ist ein Haus in der Neuburger Straße. Und eben auch wieder Kalenderwoche 25 bis 49 und die Wahlurne und ein Mehr-Ist-Zeichen wegen den Wochen zur Demokratie. Und dieses Bild habe ich für die Stadt, für den Stadtteil Heidenhof Süd gemalt, weil da ist die Eisenbahnbrücke über den Inn. Die ist ja grün, glaube ich, und eine Eisenbahnbrücke und da fährt auch die Granitbahn drüber. Deswegen habe ich den Zug grau gemalt. Und eben auch wieder Kalenderwoche 25 bis 49 an der Wahl und in einem Mehr-Ist-Zeichen wegen den Wochen zur Demokratie Passau. Und hier dasselbe Spiel, also die Wahlurne und Mehr-Ist-Zeichen wegen den Wochen zur Demokratie und oben Kalenderwoche 25 bis 49. Und da habe ich den Stadtteil Hals dargestellt, weil da die Ilz, die schwarze Ilz, ich glaube, eine Doppelschleife beschreibt. Ja, also so wie ein Hals. Und darin mein künstlerisches Markenzeichen am Kopf einer Gehirnzelle. Und genau, hier habe ich den Stadtteil Heining dargestellt, weil da ist die Kirche St. Severin. Und ich glaube, das ist sogar ein Jahrestag, weil 1923 hat irgendein Maler das Deckengemälde Dreifaltigkeit gemalt. Deswegen habe ich für den Sohn das Kreuz gemalt, in Jesus, den Kreuzestod. Und das offizielle Menschenrechtslogo der Vereinten Nationen, so eine blaue Taube, die aussieht wie eine Hand für einen Geist. Und den Vater habe ich ein Genogramm gemalt, also das Organigramm einer Familie. Da geht es ja auch um einen Vater. Das nimmt man in der Soziologie, Sozialpädagogik, Psychologie, Medizin und so weiter, um sich einfach mal Überblick, also einen visualisierten Überblick über Familie zu verschaffen. Und links, also das Quadrat steht für Männer oder Väter und der Kreis für Frauen oder für Mädchen. Und oben sind eben die Eltern und unten die Kinder. Ja, und eben auch wegen der mehr Demokratie. Eine Wahlurne und ein größer Ist-Gleichzeichen und Kalenderwoche 25 bis 49 wegen den Abgabetermin für die Unterschriften und die letzte Kalenderwoche von den Wochen zur Demokratie Passau. Und da habe ich die Innenstadt dargestellt, also ganz klar, wegen am Inn und das bedeutet so viel, ich glaube, es kommt aus dem Keltischen, das Wort Inn und bedeutet so viel wie Wasser. Und da ja der Inn grün ist durch den Kalk, der in Inn gelöst ist, habe ich unten blau für die blaue Donau und darüber gelbe Wellen für den grüne Wellen für den grünen Inn gemalt. Und St. Gertrud, und da das ja in der Nähe von der Grenze zu Österreich ist, habe ich die Kirche St. Gertrud in Rot-Weiß-Rot, in Farben der Nationalflagge von Österreich dargestellt. Und auch wieder Kalenderwoche 25 bis 49, wegen den Wochen zur Demokratie Passau und auch wieder die Wahlurne.
und ein großer Ist-Zeichen für die als Symbol für mehr Demokratie, wo ich ja auch Mitglied bin und die auch, glaube ich, Partner sind bei den Wochen zur Demokratie Passau. Gut, jetzt geht's weiter mit dem nächsten Bild. Ja, und diesmal, das ist jetzt das Bild für den Stadtteil Kohlbrugg. Ich glaube, das war auch irgendwie eine schwarze Brücke oder Köhlern, Kohle machen, verbrennen. Also jetzt ist es gibt auf jeden Fall in Kohlbrugg eine Brücke über die Straße, glaube ich, vom Fürstenzell her. Kann sein, dass ich recht habe, aber ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall habe ich da auch wieder Kalenderwoche 25 bis 49 wegen dem Bürgerentscheid, Bürgerbegehren und den Wochen zur Demokratie und auch wieder wegen den Wochen zur Demokratie, wegen der Partnerschaft mit mehr Demokratie, eine Wahlurne und ein mehr größer Ist-Zeichen und auch wieder im Hintergrund gelb und blau für meinen Farbcode von Passau wegen dem Refrain unserer Kommunalhymne mein Passau. Und das ist mein Bild für Neustift, habe ich gelesen, geht's um oder das da gab es mal eine schwarze Säge und deswegen habe ich eine schwarze Gehirnzelle gemalt mit einem schwarzen Sägeblatt. Und auch wieder die Angabe Kalenderwoche 25 bis 49 wegen den Wochen zur Demokratie Passau und wegen der Partnerschaft mit mehr Demokratie Bayern, eine Wahlurne und mehr oder größer Ist-Zeichen. Ja, da habe ich den Stadtteil Patriching dargestellt, also an oben gelb und unten blau, wieder für die Donau und den Strand bzw. die Perle. Beziehungsweise Patriching St. Corona. Corona hat ja glaube ich, heißt so viel wie Krone. Also es gibt ja auch im spanischen Galizien eine Stadt, die heißt La Coruña. Und deswegen habe ich eine Krone gemalt und wegen der Frauenfußball-Weltmeisterschaft und der Regenbogenflagge, Regenbogenbinden, die Schiedsrichterinnen getragen haben, die Diamanten in Form von Venusspiegeln als Feminismus-Symbol und in den Farben der Regenbogenflagge. Und einen grünen Jäger und einen Holzstapel und einen Baum. Also ja, Jägerholz ist eine andere Bezeichnung für Wald bei uns in Bayern. Und eben auch wieder die Kalenderwochenangabe 25 bis 49 wegen der Bürgerinitiative, dann im September den Bürgerentscheid und dann im November die Wochen zur Demokratie und auch wieder als Symbol für mehr Demokratie wegen der Partnerschaften mit den Wochen zur Demokratie Passau, eine Wahlurne und ein größer Ist-Zeichen. Ja, und da habe ich jetzt drei Bilder wegen Hans Carossa, der, glaube ich, hat in Rittsteig gelebt und da habe ich gelesen, dass der heutzutage nur noch Germanisten und so weiter bekannt ist und gleichzeitig ist ja auch ein großes Thema in der Gesellschaft, dass die Bildung so schlecht ist und so weiter. Und jetzt möchte ich das Ganze durch sowas unterstützen, dass ich, also nicht, ich muss auch dazu sagen, dass Passau Kommunalhymne hat. Das wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stadtarchiv und die Stadträte Boris Burkhardt und Paul Kastner haben Bescheid gewusst.
Und der Bürgerblick hat 2005, glaube ich, einen Online-Artikel darüber geschrieben, aber sonst weiß das niemand. Also ich habe doch einige Leute darauf angesprochen und es wusste niemand. Und 2019 ist die Kunstnacht 20 Jahre alt geworden. Da dürfte ich eine Seite mitgestalten für den Bürgerblick. Und da habe ich eben eine Gehirnzelle mit einem Blitz rausgemalt und einen Hut. Ich glaube, in der Literaturgeschichte an der Realschule beim ich habe mittlere Reife bei der Volkshochschule nachgemacht. Da habe ich einen mittlere Reifekurs belegt. Da glaube ich, haben wir durchgenommen, dass so um die Wende ausgehend des 19. Jahrhunderts, Beginn des 20. Jahrhunderts, der Hut das Symbol fürs Bürgertum war. Und Bürgerblick habe ich eben einen Blitz aus den Augen gemalt. Und der Hans Karosse, glaube ich, hat 1922, ich glaube, seine erste Autobiografie Bürgers Ende geschrieben. Deswegen Bürger und Ende habe ich eben rechts unten ein Kreuz gemalt. Und vor 110 Jahren, 1903, hat er sein Medizinstudium abgeschlossen und 1904 hat er die Praxis seines Vaters übernommen. Vor 75 Jahren war auch irgendwie ein Jahrestag in seinem Leben. Er hat dann, glaube ich, noch irgendwie in den 60er Jahren ist er dann gestorben. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich müsste mal nachschauen. Ich habe da doch einige interessante Jahreszahlen, runde Jahreszahlen und so weiter gefunden. Das kann man alles nachlesen. Ich schau mal. Gut, und dann habe ich noch zwei weitere Bilder zum Thema Hans Karosse gemalt. Oh, jetzt ist mir ein Fehler unterlaufen. Vor 110 Jahren ging der Erste Weltkrieg los. Jetzt ist ja Dezember, also ist es der Jahreswechsel zu 2024 und damit 110 Jahre Beginn Erster Weltkrieg nicht mehr weit. Weil das mit den. Mit der Praxisübernahme 1904, das kommt im nächsten Bild. Genau mit dem Stethoskop 120, das war 19, im Abschluss seines Studiums 1903 und Beginn Praxisübernahme von seinem Vater 1904, war 1904. Und von 97 Jahren hat er einen Preis gewonnen, irgendwie Umkehr der Jugend oder Umkehr der Kindheit. Und mir ist aufgefallen, dass bei Todesanzeigen immer das Geburtsdatum oder Geburtsjahr oder so immer mit einem Stern dargestellt wird. Deswegen habe ich das auch für Jugend und Kindheit und so weiter dargestellt. Und vor 97 Jahren hat er da irgendwie einen Kunstpreis in München bekommen. Deswegen habe ich da, also die Kommunalhymne von München ist ja das Solang der alte Peter und da geht es, glaube ich, um einen grünen Petershügel oder die grüne Isar als Petershügel und so weiter. Und er war dann. Ich glaube, von 1916 bis 1918 an der Front in Rumänien als Arzt. Deswegen habe ich 105 Jahre gemalt, geschrieben. Und seine Eltern haben vor 130 Jahren geheiratet. 1896 oder 96. Oder ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich da jetzt heuer 2023 oder 2024, weil es ja nicht mehr weit weg ist, der Jahreswechsel mich darauf bezogen habe. Und vor 85 Jahren war auch, ich glaube, sein, nein, Todestag nicht. Und vor 102 Jahren
kam sein Sohn, glaube ich, zur Welt. Ja, genau. Und natürlich, dieses Bild, glaube ich, die Linien habe ich letztes Jahr gezogen und vielleicht habe ich es auch letztes Jahr noch angemalt, koloriert oder erst heuer, sind die Farben der Nationalflagge von Rumänien. Und dieses Bild ist mir die Idee bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien gekommen, weil ich war Auslandsziel in Australien und von dem her weiß ich, wie die offizielle Aborigine-Flagge Australiens aussieht. Also unten rot, oben schwarz und in der Mitte eine gelbe Scheibe. Und da die Isar oder Isarmündung, die Gemarkung in Schalding links der Donau liegt, habe ich eben die Geißer für den Stadtteil Schalding links dargestellt. Und zur Legende für den Fluss Geißer habe ich, da hat der Teufel mit einem Mann am Pakt geschlossen, also der darf eine Brücke über den Fluss bauen. Aber das erste Lebewesen, das drüber geht, gehört an Teufel. Und da hat der Mann dann einfach eine Geiß drüber gejagt. Und die Geiß gehörte dann an Teufel und deswegen heißt der Fluss Geißer. Deswegen habe ich, um eine Scheibe darzustellen, habe ich die Hörner des Teufels so zusammen. Zusammen dargestellt und das Gesicht von der Ziege gemalt und eben auch wieder das Symbol Wahlurne für Demokratie und größer Ist-Zeichen wegen der Partnerschaft mit Mehr Demokratie Bayern mit den Wochen zur Demokratie Passau und oben rechts die Kalenderwochenangaben 25. bis 49. Kalenderwoche wegen den Ereignissen heuer. Gut, dann geht's weiter. Da habe ich jetzt Schalding rechts dargestellt. Da habe ich die Autobahnbrücke dargestellt. Da wollte ich eigentlich noch CO2 dazu schreiben, weil das ja auch ein großes Thema war beim Klimaschutzkonzept vor 2 Jahren, dass man auf den Verkehr auf der Bundesautobahn über die Donau keinen Einfluss hat und tralala. Ja. Gut, da habe ich eben auch wieder die Kalenderwochen dargestellt. 25. Kalenderwoche bis 49. Kalenderwoche wegen den Wochen zur Demokratie Passau und Wahlurne und größer Ist-Zeichen wegen der Partnerschaft mit Mehr Demokratie Bayern mit den Wochen zur Demokratie Passau. Und natürlich auch wieder mein Farbcode vom Refrain unserer Kommunalhymne, mein Passau. Ja, und das ist jetzt der letzte Stadtteil, St. Nikola. Auch wieder mit der Wochenangabe, Kalenderwoche 25 bis 49, wegen den Wochen zur Demokratie Passau und der Wahlurne und ein größer Ist-Zeichen wegen den. Größer Ist-Zeichen wegen der Partnerschaft mit Mehr Demokratie Bayern mit den Wochen zur Demokratie Passau. Und natürlich mein Farbcode für Passau von der Wahl vom Refrain unserer Kommunalhymne, mein Passau. Ja, der St. Nikola. St. Nikolaus war ja ein Bischof in der heutigen Türkei und ich glaube, der hat ein paar jungen Frauen mit Lebensmitteln versorgt, damit sie sich versorgen konnten, um, glaube ich, Prostitution zu vermeiden. Das, glaube ich, sind so die Hintergründe. Und natürlich auch, ja, und die Angaben. Mir dem Wochen zur Demokratie Passau und mein Farbcode für Passau. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen.